Ja, wunderbar, es funktioniert. Schönen Dank an die Technik mal. Ich freue mich, dass wir in diesem Rahmen hier unsere Zukunft des Mainz in den Mittelpunkt rücken können. Und möchte an dieser Stelle die Kinder- und Jugendhandballmannschaften aus der Saison verabschieden mit einem herzlichen Dank und großen Glückwünschen für die gezeigte Leistung. Um hier auch allen Mannschaften Rechnung zu tragen, fangen wir bei den Kleinsten an. Sind heute leider nicht dabei, aber sollen trotzdem genannt werden. Die weibliche E-Jugend unter Julia und Niklas Darstedt hat den 10. Platz in der Bremenliga erreicht. Unter Lisa Kühl und Robert Tagiani die weibliche D-Jugend mit dem 6. Platz in der Bremenliga. Der weiblichen A-Jugend gratulieren wir zum 4. Platz in der Landesliga und wünschen unter dem Trainerteam Björn, Lara und Biene viel Glück für die anstehende Oberliga-Quali. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu den Ehrungen der Meistermannschaften. Besonders erfolgreich abgeschlossen haben folgende Mannschaften die diesjährige Saison. Unsere E2, die Hammerhaie, sind in der Stadtliga ungeschlagen Meister geworden. Die Hammerhaie haben mit vielen Maxis gespielt, die eigentlich auf dem jüngeren Jahrgang angehören. Und haben unter ihren Meistern und Tolles Flüger mit stetigem Zuwachs an Spielern und Leistungen die Meisterschaft geholt. Ebenso Meister die E1, bei uns genannt die Bulldoggen, unter Leon, Riemer und Irek, auch fast ungeschlagen in der höchsten Liga, der Bremenliga, Meister geworden. Auch hier gab es immer stetigen Zuwachs an Jungs und immer neue Mannschaftskameraden. Und diese Mannschaft hat gerade kämpferisch in ihrer Liga überzeugt und somit verdient den Meistertitel geholt. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste Meister, die D1, zunächst leider knapp in der Relegation zur höchsten Liga gescheitert, danach aber in einer überragenden Saison mit nur einem verlorenen Spiel Meister geworden. Und auch diese Mannschaft hat sich zwischenzeitlich immer weiter gestärkt und stetig verbessert. Herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel. So, die weibliche B-Jugend, sehr souverän und extrem frühzeitig, haben sie sich den Meistertitel in der Landesliga gesichert und auch hier nur ein Spiel verloren. Der Mannschaft und dem Trainerteam Sven Buchholz und Carlotta Stegemann, herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel. So, last but not least. Die männliche A-Jugend von Kai Krüger und Jan Tore Rutke. Leider auch in der Oberliga-Quali gescheitert, aber danach umso überzeugender gezeigt, dass sie eigentlich nicht in die Landesliga, sondern in die Oberliga gehört hätten. Denn auch diese Mannschaft ist frühzeitig mit nur 2 verlorenen Spielen Meister in der Landesliga geworden. Herzlichen
herzlichen Glückwunsch. So, neben den Gedanken und den Glückwünschen an Mannschaften, Trainer und Betreuer sei hier an dieser Stelle ganz hervorgehoben auch die Glückwünsche des Fördervereins, der uns immer wieder mit Finanzen und Materialien unterstützt und unsere tollen Trainer, die wir für die Betreuung der Mannschaften einsetzen, auch immer wieder aufs Neue, also nächste Saison auch wieder eine kräftige Finanzspritze gibt. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön. Damit möchte ich auch an Nico Breitenhorn vom Förderverein übergeben. Vielen Dank für den Applaus. Wir freuen uns natürlich sehr vom Förderverein, dass die Jugendmannschaften so gut abgeschnitten haben und danken natürlich den Trainerinnen und Trainern ganz besonders für ihr Engagement. Bitte einen großen Applaus. Damit wir das in der nächsten Saison auch wieder großzügig unterstützen können, brauchen wir natürlich eure Unterstützung. Unser Ziel ist, die neue Saison genauso zu unterstützen wie die alte Saison. Und das haben wir hier mit 3.600 Euro ausschließlich für die Trainerinnen und Trainer getan. Herzlichen Dank und ich glaube, wir machen Schluss, damit wir keine Strafen zahlen müssen. Genauso sieht es aus. Wir sind an die Richtlinie vom DAB gekommen und das ist auch gut so, sonst ziehen wir das nur unnötig in die Länge. Ich verabschiede mich auch mit einem ganz großen Dankeschön an die Eltern und alle, die diese Mannschaften und die Trainer unterstützen, das ganze Jahr über von unserer